Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mal mit einem Video zu Dice & Fold, ein richtig geiles neues Indie-Game. Roguelike mit Karten und Würfelelementen. Ähnlich zu Slay the Spire. Da habe ich beim letzten Stream schon mal reingeschaut gehabt. Wir haben hier eine Auswahl von sehr, sehr vielen Helden. Zwei Mission abgeschlossen, den Jack, den Buben und die Königin. Aktuell mir noch den König frei und Zauberin und im Laufe der Wochen, der nächsten Monate, wenn das Spiel jetzt noch im Early Access halt ist und irgendwann zum Release kommt, wird es auch noch sehr, sehr viele neue Helden geben. Die ganzen Helden haben halt verschiedene Fähigkeiten und Gesundheitswerte. Wir können ja mal diesmal mit der Zauberin spielen. Die ist neu, die habe ich erst letztens freigeschalten. Hier unten sehen wir auch einen Würfelwert, beziehungsweise generell eine Zahl. Das heißt, ich muss zum Beispiel mindestens 4 Punkte erwürfeln und benutzen, um die Fähigkeit der Zauberin zu benutzen. Zauberin hat die Fähigkeit, einen zufälligen Würfelslot zu vervollständigen, so rum. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Sie scheint ein bisschen schwieriger zu sein. Und was ich auch machen kann, sieht man hier. Wir haben bis zu 3 verschiedene Trinkets, die wir benutzen können. Je nachdem, welchen Helden wir benutzen. Ist die Fähigkeit von den Helden besser, können wir weniger Trinkets benutzen. Haben wir schwächere Fähigkeiten, können wir mehr Trinkets benutzen. Trinkets sind verschiedene Items, die wir auswählen können, die wir aber erstmal freischalten können. Ich habe jetzt schon 3 freigeschalten. Beispielsweise hier Schlüsselschwert, beginnen Sie das Spiel mit einem zufälligen gewöhnlichen Gefährten. Der Dreizack, beginnen Sie das Spiel mit einem zufälligen gewöhnlichen Gegenstand. Und dann haben wir noch den Dämonentöter, der ist neu. Beginnen Sie das Spiel mit 3 Einswürfeln in Ihrem Würfelbeutel. Ja, da würde ich wahrscheinlich gerne gewöhnlichen Gefährten mal mitnehmen. Und wir können auch mit einem gewöhnlichen Gegenstand starten. Da gibt es 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Einfach normal schwer. Ich habe bisher mal auf normal gespielt. Würde ich, glaube ich, erstmal beibelassen für diese Runde. So, gehen wir jetzt mit der Zauberin rein. Und an sich, das Spielprinzip, wir müssen 30 Stufen gewinnen. Also je nachdem, es gibt halt 30 verschiedene Stufen. Am Ende gibt es einen dicken Endboss. Wir haben Gold und wir haben Silbermünzen, die wir verbrauchen können. Beziehungsweise die Goldmünzen können wir später verbrauchen, um Gegenstände zu kaufen. Silbermünzen können wir halt erhalten, zum Beispiel wenn wir jetzt Gegner besiegen. Wir können hier jetzt beispielsweise einfach würfeln. Aktuell haben wir nur 2 Würfel, um jetzt Gegner zu besiegen. Später kriegen wir noch einen 3. Würfel, können die Würfelanzahl erhöhen. Und wir können jetzt beispielsweise die Würfel benutzen, um Gegner zu besiegen. Hier bräuchten wir jetzt beispielsweise mindestens 4 Punkte, können auch nacheinander Sachen reinlegen. Wenn hier eine Augenzahl der Würfel abgebildet ist, dann brauchen wir exakt diesen Würfel. Wir können auch die Würfel, die wir hier haben, hier in den Würfelslot packen, dann werden die, wenn wir den Zug beenden, nicht entfernt. Alle Würfel, die nicht in diesen Würfelslot sind, die nicht benutzt werden, die werden entfernt. Und wir können auch beispielsweise hier unsere Würfel reinlegen, in diese Straße. Und wenn wir diese Straße absolvieren, dann kriegen wir auch noch eine Goldmünze zum Beispiel. Haben wir noch ein Inventar, wir haben ja gerade noch ein zufälliges Item durch die Relikte bekommen. Und hier konnten wir direkt zum Beispiel einen Begleiter um 8 heilen. Genau. Jetzt haben wir noch den Fischer bekommen, das haben wir auch durch ein Artefakt gerade bekommen. Einen Begleiter hat man immer und einen Helden. Der Begleiter hier, Fischer, hat vom Haken, heilt entweder deinen Helden um 2, erhält 2 Silber oder Würfel, zufallsabhängig. Also ist ein bisschen random, man kann hier halt einmal einen 5er-Würfel reinsetzen und dann kann man die Fähigkeit aktivieren. Ja, entweder kriegen wir halt, können wir um 2 heilen, den Helden, oder wir kriegen 2 Silber oder wir würfeln nochmal. Genau, jetzt können wir beispielsweise die 6 hier beibehalten und die andere 6 können wir jetzt gegen das Wildschwein benutzen. Wir sehen immer, wie viel Schaden das Monster machen würde. 2. Und dann haben wir hier auch noch eine Fähigkeit. Also wenn der am Zug ist, wir sind immer zuerst am Zug, und der überleben würde, dann würde der irgendwie 2 Schaden machen. Und dann ist hier noch eine Fähigkeit. Das heißt jetzt gerade, wenn er gefightet wird, füge dem Helden seinen Schaden zu. Das Fighten bedeutet, die Karten werden besiegt und umgedreht. Das nennt sich dann halt Fighten, deswegen heißt das Spiel halt auch Dice and Fold. Also wir würfeln und wir drehen die Gegner um. Das heißt, wenn ich jetzt, selbst wenn ich das Wildschwein töte, kriegen wir 2 Schaden leider. Das ist die Fähigkeit vom Wildschwein, aber it is what it is. Jetzt hat die Zauberin den Schaden bekommen und als Belohnung kriegen wir jetzt 2 Silbermünzen. Jetzt können wir unseren Zug beenden.
und die nächsten Gegner kommen. Jetzt können wir wieder würfeln. Es gibt auch verschiedenfarbige Würfel. Es gibt Orange, Blau und Rot, soweit ich weiß. Orange Würfel können nochmal das Schadensfeld um 1 reduzieren. Wenn der Gegner irgendwie mehr Lebenspunkte hat, das kann ja sehr, sehr hoch gehen. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier eine orange 1 hätten, dann würde das auch zum Beispiel ausreichend sein. Genau. Und jetzt kommt hier Rabe und Kaya. Dann wird zum Beispiel jetzt die 6 aufgespart. Damit könnten wir jetzt direkt schon fertig machen. Wir könnten die 4 auch aufbewahren und auch die Zauberin benutzen, wenn ich wollen würde. Aber das ist gerade nicht so relevant, würde ich sagen. Können wir jetzt einfach den Gaia töten. Und zu den anderen Farben kommen wir dann später, wenn sie kommen. So, besiegen auch den Raben, kriegen wir nochmal Silbermünzen für, wenden wieder unseren Zug. Jetzt kommt wieder die nächste Stufe, die Wespe und die Nichtsmaske. Wespe, die Gesamtzahl des Slots erhöht sich um den Schaden, den sie dir zufügt. Genau, das bedeutet, wenn die Wespe angreift, um 3, dann erhöht sich diese Zahl, die ich brauche, um die Wespe zu töten. Wir würfeln wieder. Kriegen eine 5 und eine 4. Die Maske zu besiegen, müssten wir hier eine 5 reinsetzen. Vervollständige einen Würfelslot. Ich überlege gerade, was damit gemeint ist. Ob generell ein Würfelslot auf den ganzen Karten hier, ob das hier auch dazu zählt, da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir müssen eigentlich die Wespe töten, weil die macht erstens mehr Schaden. Und zweitens erhöht die ja ihren eigenen Wert. Jetzt haben wir eine 5 und 2 4, aber eigentlich bräuchte ich 5 4. Das heißt, ich könnte jetzt beide 4 hier reinsetzen, um die Wespe einfach zu töten. Und dann kriegen wir jetzt einmal die 2 Schaden und können gleich nochmal neu würfeln. Das ist okay. Ja, weil wir da unbedingt eine 5 brauchen. Wer weiß, wann wir eine 5 wieder rollen. Jetzt können wir die Wespe hier besiegen. Kriegen auch ordentlich Silbermünzen dafür. Wenn wir 10 Silbermünzen haben, kriegen wir eine Goldmünze stattdessen. Einfach, ja. Währungsumrechnung. Wir beenden unseren Zug, wir kriegen 2 Schaden. Jetzt können wir wieder erneut würfeln. Eine 1 und eine 2. Das würde ausreichend sein, um die Maske zu besiegen. Was man theoretisch auch machen könnte, ist, wir bewahren uns die Würfel auf. Wir sagen, okay, mach mir halt 2 Schaden und ich kann nochmal 2 würfeln, um beispielsweise Würfel aufzusparen oder die zum Beispiel für eine Straße schon mal zu benutzen. Das können wir mal einmal machen. Wir haben wieder 2 Schaden, weil 2 Schaden ist whatever. Und jetzt können wir diese 5 mitnehmen zum Beispiel. Jetzt könnte ich beispielsweise die 1 und die 2 schon mal hier aufbewahren, um eine Straße anzufangen. Jetzt kann ich wieder den Zug beenden, kriege nochmal 2 Schaden. Jetzt haben wir jetzt eine blaue Zahl. Eine blaue Zahl macht, das Fertigkeitsfeld vervollständigt sich einfach, egal welche Zahl das ist. Das ist halt ziemlich cool. Also es ist ein Fertigkeitsfeld für unsere Helden. Das heißt, ich kann jetzt den hier benutzen, egal wo, und das Feld wird fertig gemacht. Beispielsweise, um jetzt entweder um 2 zu heilen, 2 Silber zu bekommen oder nochmal zu würfeln. Das machen wir auch mal direkt. Jetzt kann ich das verwerten. Jetzt kann ich hier einmal unsere Fähigkeit benutzen. Jetzt wurde die Zauberin geheilt, beispielsweise. Ja, ich würde sogar fast die Zahlen hier behalten. Noch einmal den Schaden nehmen. Und ja, wir behalten sogar mal die orangene Zahlen. Die Fähigkeit kann man sogar öfter benutzen, richtig? Manche Fähigkeiten kann man nur einmal benutzen insgesamt. Das heißt, ich könnte es nochmal benutzen zum Heilen. Gucken, was kommt. Ja, ist wieder geheilt worden. Ich kann es sogar nochmal benutzen. Will ich das? Nicht unbedingt, oder? Ich meine, es ist relativ praktisch. Aber ach genau, und dann gibt es hier noch was. Das kann ich euch auch nochmal zeigen. Wenn die Runde zu lange dauert, weil ich halt öfter den Zug beende, dann kommt der Dungeon Meister. Den zeige ich euch mal gleich. Nutzen wir dann nochmal die Fähigkeit. Müssen wir hier reinmachen. Wieder geheilt. Jetzt können wir nochmal neu würfeln. Es lernen nur eine 1. Ich bin nochmal den Zug nochmal. Ja, eine 1 und eine 2. Eigentlich will ich den Dungeon Meister zeigen. Vielleicht kann die gerade nicht gut. Ich werde nicht die behalten. Eigentlich müsste ich die Maske töten. Dann zeige ich euch später den Dungeon Meister. Ja, wenn man zu lange braucht, kommt der Dungeon Master. Der macht dann ein bisschen Druck, dass man wenden muss. Okay, wir wenden mal den Zug. Behalten diese 3 Würfel jetzt. Und jetzt kommen auch immer mehr Gegner und stärkere Gegner.
Wildschwein, Maske und Ratte. Die Würfel mal wieder. Eine 4 und eine 5. Die 5 brauchen wir hier, um die Maske zu töten. Ich will nicht so viel Schaden nehmen. Wir können die Ratte auf jeden Fall besiegen. Es muss halt mindestens 5 sein. Eine 6 reicht auch. Dafür wieder Geld. Ich könnte beide besiegen an sich, aber... Mach mal das Wildschwein schon mal tot. Wir können ja bei der Maske wieder ein bisschen warten. Dann mal wieder den Zug. Ich nehme die 2 Schaden. Eine 4 und eine 2. Ich würde gerne das Gold farmen, weil wir gleich kriegen wir einen neuen Begleiter. Dann kann ich den Begleiter austauschen und hier kriegen wir dann gleich nochmal einen neuen Gegenstand. Das heißt, eigentlich wollen wir hier auch diese Straße fertig machen, um ein Gold zu bekommen. Das kann man einmal pro Stufe machen. Dann nehmen wir mal den Schaden nochmal. Auch eine 5 bekommen. Jetzt haben wir nämlich fast die Straße schon fertig. Nehmen nochmal den Schaden. 1 und eine 6. Na gut, dann machen wir mal hier fertig. Nehmen die 6 noch mit. Ein paar Silbermünzen. Und leider keine 3. Okay, jetzt können wir entweder den Begleiter austauschen. Oder wenn wir den Begleiter behalten, können wir unseren Begleiter um 5 heilen. Wir haben halt nochmal den Fischer zur Auswahl, den sollten wir nicht nehmen. Die Heilerin heilt alle Helden um 3. Und Archäologe heilt ein zusätzliches Schmuckstück, wenn du den Boss besiegst. Okay, das ist quasi nur fürs Late Game gedacht. Das heißt, ja, dann kriegen wir halt ganz am Ende halt eins dieser Artefakte halt. Für die nächsten Runden. Ich würde, glaube ich, dann beim Fischer einfach bleiben. Wird dann nochmal geheilt. So, jetzt können wir uns nämlich Sachen kaufen. Mit dem Gold, was wir haben. Wir haben 4 Gold gerade. Das würde 5 Gold leider kosten. Das können wir gerade nicht mitnehmen. Erhalte einen zufälligen Gegenstand beim Kauf. Wenn ein Feind deinen Helden angreift, erhalte eine Silbermünze. Ja, damit können wir jetzt Silbermünzen farmen, wenn wir den Schaden in Kauf nehmen. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen roten Würfel zu würfeln um 5%. Das ist auch cool. Rote Würfel heilen uns nämlich. Dann könnten wir die Blume mitnehmen und wir können auch den Stein mitnehmen. Und ich könnte jetzt auch nochmal den Shop rerollen für ein Gold. Das wird auch immer wieder teurer. Aber ich will kein Gold dafür ausgeben. Jetzt beenden wir das mal. Es kommen neue Gegner. Es gibt nämlich auch noch andere Sachen. Zum Beispiel müssen wir hier eine gerade Zahl reinmachen. Und sobald wir hier waren bei dem Begleiter, bei der Begleiterauswahl, haben wir auch einen dritten Würfel bekommen. Ja, da brauchen wir halt eine gerade Zahl und hier kann man irgendwas Beliebiges machen. Da gibt es auch noch sowas, dass du dreimal die gleiche Zahl machen musst und so Sachen. So, was macht der Golem? Der Golem erhöht alle Gesamtslots um 1, nachdem er angegriffen hat. Das heißt, den sollten wir eigentlich töten, weil sonst kann er das hier alles hochmachen. Ich bin es auch ein bisschen nervig. Ich habe auch eine 7 und was Gerades. Jetzt will ich die 4 benutzen. Ich habe die 6 und die 1 und die 4. Dann können wir den Golem schon mal wegmachen. Wir können aber auch die Fähigkeit direkt benutzen mit der 1. Das ist besser als die Zauberin. Boah, die 1 ist auch cool für die Zauberin. Aber ich würde gerne auch nochmal... Entweder wir kriegen Silber oder er würfelt nochmal neu oder wir heilen uns um 2. Ist alles ganz cool. Wir können mal die Zauberin machen, gucken, was die macht. Jetzt können wir nämlich die Zauberin einmal benutzen. Und jetzt haben wir hier einfach random irgendeinen Slot fertig gemacht, was natürlich ganz cool war für uns. Oh mein Gott, die hat gerade die anderen Würfel verbrannt, ne? Oh, da Tobi. Fuck, ich hab vergessen. ja. Wollte ich mal euch zeigen, wie das halt nicht geht. Okay, wir sollten vielleicht immer die Spinne töten. Das war jetzt gerade nicht am besten. Ich hätte erst meine Würfel benutzen sollen. So, ich mach mal die Spinne weg. Ja, schade. Dann greift er jetzt an. Jetzt hat er die Slots hier alle erhöht, leider. Nicht so praktisch. Der rote Würfel heilt uns jetzt zum Beispiel um 5. Das ist ziemlich cool an sich. Und wieder was Gerades haben. Da die Frage, ob wir... Weil der würde nur um 2 heilen. Das heilt uns um 5. Aber der erhöht dann halt gleich wieder hier alles. Das ist nicht cool.
Ist teuer. Aber wir können eigentlich den Salamander liegen lassen und chillen. So, wir heilen mal die Zauberin. Und wir töten mal den Golem, weil der nervt uns sonst so sehr. Es tut weh, so viele Sechsen zu benutzen, aber ist okay. Okay, jetzt haben wir eine 2, 3, 3, 4. Ich kann schon mal 3 und 3 benutzen. Wir warten. Oh, ich hatte hier noch 3 benutzt eigentlich für die Straße. Heilen wir uns zum 3er, da will ich lieber das Gold haben. Ich benutze mal den Fischer. Wir haben aber eine neue Zahl bekommen, leider nur eine 2. Ja, komm, machen wir den fertig. Jetzt kriegen wir das eine Gold. Das können wir auch nur einmal machen pro Stufe. Jetzt können wir den Salamander töten und wir warten noch eine Runde zu würfeln. Ich glaube, wir töten den jetzt. Aber die 2 noch mit, dann kriegen wir da ein paar Silbermünzen. Wenden den Zug. Rabe, nichts, Maske, Lich. Der Lich, hier ist eine beliebige Zahl, die wir reinfügen können. Aber die Zahl, die wir da reinsetzen, kriegen wir als Schaden. Das heißt, da wollen wir auf jeden Fall eine 1 reinsetzen. Dann kriegen wir nur einen Schaden. Das ist sehr, sehr cool. Okay. Wir können die Zauberin nutzen. Wie machen wir das am besten? Zeit und zum 2. Wir können den Raben liegen lassen, weil der macht nur einen Schaden jede Runde. Aber ich habe keine 5, um die Maske zu töten. Ich könnte die Zauberer noch aktivieren. Ich könnte halt vielleicht den Raben töten. Mach den Raben mal weg, dann kriegen wir weniger Schaden. Muss halt die 6 dafür verwenden. Dann nutzen wir die 2 zum Heilen. Wenden wir unseren Zug. Eine 5 bekommen. Die brauchen wir auf jeden Fall für die Maske. Aber ich könnte auch den Fischer damit benutzen. Wir könnten schon mal wieder anfangen, eine Straße aufzubauen. Ich benutze mal die 5 erstmal dafür. Weil die auf jeden Fall dafür brauchen. Mit der 4 könnte ich den Fischer aktivieren. Aber wir könnten auch die Straße damit machen. So, für die Straße mit. Ich nehme mal wieder bewusst den Schaden. Jetzt haben wir sogar eine 6er Heilung. Ist natürlich sehr, sehr geil, uns um 6 zu heilen. Dafür noch einmal neu. Nochmal eine Heilung um 5. Und wir haben die Straße fertig. Perfekt. Boah, ich will euch eigentlich den Dungeon Meister mal zeigen. Das ist eine wichtige Mechanik im Spiel. Wir heilen mal den Fischer. Genau, was ich nämlich jetzt nicht mitnehme, wird halt verbrannt. Weil wir nur 3 Würfelslots gerade haben. Das kann man auch erhöhen. Okay, wie können wir den Fischer erhöhen? Der hat uns, glaube ich, gerade Silbermünzen gegeben. Jetzt haben wir 6 Gold. Okay, jetzt kommt der Dungeon Meister, oder? Jetzt ist der Dungeon Meister da. Der Dungeon Meister ist böse. Wenn wir zu lange brauchen, das passiert nach dem 7. Wurf, dann kommt der Dungeon Meister, weil wir zu lange brauchen. Und wenn wir jetzt jedes Mal würfeln, kriegen wir immer einen Schaden. Alle unsere Charaktere und alle lebenden Gegner bekommen plus einen Schaden jede Runde. Das heißt, man kann natürlich jetzt noch weiterhin immer rollen, damit man hier zum Beispiel die Straße voll macht und so weiter. Oder man würfelt rote Sachen, damit man sich heilt. Und der verändert das ein bisschen, weil der macht ein bisschen Druck. Jetzt behalten wir immer noch die 6. Und ja, machen einfach die Maske kaputt. Den Dungeon Meister kann man auch nicht besiegen. Er ist nur da, um ein bisschen Druck zu machen. So, jetzt können wir uns nämlich wieder Sachen kaufen. Jetzt haben wir 6 Gold, was ziemlich cool ist. Wenn der Begleiter gefightet wird, erhält er 3 Gold. Das heißt, wenn der kaputt geht, boah, das ist doof. Beim Kauf heile deinen Helden um die Zahl der Silbermünzen, die du in der letzten Phase verwendet hast. Aber ich... Zählt das Verwandeln in Verwenden? Das weiß ich nicht genau. Heile deinen Helden um 6. Das sind nicht so geile Sachen eigentlich. Ich würfe mal neue Items. Oh, wir haben den Hammer bekommen. Und selten. Würfe, die auf Gesamtslots fallen, haben einen Wert von plus 2. Das heißt, wenn wir deine 1 benutzen, dann machen wir 3 Schaden. Alle 3 Würfe erhalte eine Silbermünze. Ist auch ganz nett. Dann nehmen wir die beiden Sachen mit. Wir würfen relativ viel momentan. So, nächste Welle. Es wird scheinbar böse. Das sind Elite-Monster. Die haben erhöhten Schaden und Gesamtplätze. Was macht der? Priorisiert den Angriff auf ihren Gefährten.
Okay, dann sollten wir auf jeden Fall die beiden töten, weil die machen echt Damage. Das kriegen wir auch hin. Und jetzt haben wir ja den Hammer gerade benutzt. Das bedeutet, ich kann jetzt beispielsweise hier eine 3 reinsetzen. Und dann machen wir plus 2 Damage und kommen auf die 5. Dank dem Hammer, den wir gerade bekommen haben. Ja, den Homunculus besiegen wir jetzt auch noch, würde ich sagen. Und den Werwolf könnten wir wieder liegen lassen. Und wir würfeln erstmal. Einen farbigen Würfel leider. Jetzt können wir wieder eine Straße anfangen. Goldfarben, wichtig, wichtig. Wir würfeln nochmal neu. Orangenen Würfeln. Noch eine 2. Nehmen wir noch einmal Schaden mit. Jawohl, wir können noch einmal hier den Fischer benutzen. Wir haben Silbermünzen bekommen, ne? Okay, Würfel noch einmal. Jetzt können wir uns um 4 heilen. Sehr, sehr cool. Eine 4 bekommen. Jetzt suchen wir eigentlich noch eine 1. Wir besiegen jetzt einfach einen Werwolf, oder? Genug Schaden genommen. Ich will nicht, dass unser Fischer stirbt. So, der Licht macht genau wieder das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, ich muss jetzt hier eine 2 benutzen. Kriegen wir 2 Schaden, aber das ist okay. Jetzt sagt der hier zum Beispiel, ich muss über 3 legen. Ich kann jetzt nicht drunter legen. War nochmal eine neue Würfelart quasi. Besiegen wir die jetzt einfach? 3 oder drüber. Ich kann auch eine 3 einfach setzen. Nehme ich einmal die 3 Damage, beziehungsweise die 2. Ist eigentlich auch okay, oder? Einmal Schaden nehmen. Die Würfel nochmal neu. Vielleicht finden wir die 1. Nice. Können wir das eine Gold und wir können uns um 6 heilen. Und wir besiegen mal direkt den Vanagi. Bringen wir da ein paar Silbermünzen. So, wir können wieder Items kaufen. Haben 3 Münzen diesmal nur. Beim Kauf erforderliche Silbermünzen für Goldmünzen um 1 verringert. Boah, kostet 3 Gold und dann können wir 9 Silbermünzen in 10, in 1 Gold umwandeln. Der erste gefaltete Feind entfaltet sich wieder. Nach jedem Phasenende halte 5 Silber. Klingt auch nicht so geil. Ich glaube, diesmal nehmen wir einfach gar nichts mit. Ich spare mal das Geld. Okay, die kennen wir auch schon. Wir wollen eigentlich erstmal die Riesenspinne und Egel besiegen. Und weniger Schaden nehmen. Okay, Switch an, können wir tanken. Können wieder anfangen, hier die Straße zu legen und Geld zu farmen. Den Schaden nehmen wir mal mit. Einsatz Heilung ist yay. Okay, fehlen mir eigentlich noch die 3. Keine 3, 3 mal die 4. Das ist doof. Kann ich wieder Schaden nehmen. Ich kann mal was ausprobieren. Ich will mal wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier... Warte mal, zählt der Hammer? Ja, ich glaube, ich kann auch die 4 benutzen, um die Zauberin zu aktivieren wegen Plus-Pfeilen. Ich würde gerne wissen, ob das auch vielleicht zufällig meinen Fischer aktivieren könnte. Das weiß ich nämlich nicht. Ah, das kann alles aktivieren. Okay, dann hatte ich doch recht. Das kann die Straße aktivieren und das kann meinen Fischer aktivieren und das kann auch die Gegner aktivieren. Das ist wirklich komplett zufällig. Okay, dann besiegen wir mal das Witchwein, wenden den Zug. Unheiliger Heiler. Nur einen, aber 23. Jedes Rundenende Gesamtslots um 5 erhöhen. Okay, wenn ich nicht die 23 mache, dann... Macht die ordentlich Damage. Aber da wir jetzt diesen plus 2 Hammer haben, kommen wir eigentlich hier ziemlich gut ran, würde ich sagen. Ja. Das macht 4-3. Wir können die damit besiegen. Ja. Easy. Oh, sogar 2 Gold dafür bekommen.
Kannst wieder Sachen kaufen. Eine Erdbeere. Wieder Level beginnen. Heile deinen Helden um 3. Das ist nett. Verringere alle Gesamtslots um 2. Auch nicht schlecht. Wenn du in einer Phase keinen Schaden nimmst, hat ein Gold für 5. Knoblauch oder Erdbeere? Um 3 heilen jede Stufe. Ist auch cool. Ja, wir nehmen es mal mit. Widerlich. Alle linken Feinde haben plus 1 Schaden. Die sind alle eigentlich ziemlich nervig. Der Licht macht 6 Schaden, den wollen wir direkt mal wegmachen hier. Golem erhöht halt hier alles. Ich könnte die Wespe auch wegmachen. Macht 3 Schaden. Der Golem erhöht das hier, aber alles ist auch sehr nervig. Ah, wir können sogar beide wegmachen. Perfekt. Golem hier. Dann bleibt nur der Kultus noch offen. Nee, keine 2, ne? Eine Zauberer mit 4 an. Wir haben eine 2, wir können aber eh noch nicht besiegen. Ich spare mal kurz die Würfe dann auf. Oh, ich könnte die Zauberin aktivieren. Das wäre smart gewesen, glaube ich. Aber ich bin nicht immer smart. Okay, ich nutze mal den Fischer hier. Und jetzt kann ich einmal die Zauberin benutzen. Vielleicht schaffen wir die 17. Vielleicht macht die auch random irgendwas anderes. Nice. Neuer Würfel, juhu. Ich kann die nochmal benutzen. Oh, ich kann die ganze Zeit benutzen. Ist ja richtig cool eigentlich dann. Wie viel Schaden haben wir hier? 8. 12 plus 3. Das reicht gar nicht. Ich kann die 2 hier benutzen. Bisschen witzig ist das schon. Aber mein Fischer stirbt langsam, muss ich aufpassen. Es wäre halt geil, wenn die mit einem Schlag den Kultus besiegt. Ich kann mich um 5 heilen. RNG, let's go. Das ist witzig, okay. Gecheckt, gecheckt. Jetzt können wir wieder einen neuen Begleiter mitnehmen oder unser Begleiter wird um 5 geheilt. Boah, die Ladenbesitzung hatte ich letztens gespielt. Die gibt uns jedes Mal einen zufälligen gewöhnlichen Gegenstand, wenn wir das hier fertig machen. Heilt deinen Helden um 2 und bringt einen Feind zum Schweigen. Bringe alle Feinde zum Schweigen. Ich glaube, ich bleibe beim Fischer. Finde ich ganz witzig. Dann heilen wir den einfach um 5. Sprengfalle. Ich habe nicht genug Geld dafür, leider. Ich könnte nur die Ration mitnehmen. Dann sparen wir uns mal das Geld. Die Straße ist auch fast fertig. Okay, die sind verstärkt. Das ist ein Elite-Monster. Feinde haben, wenn ausgeklappt, Feinde haben plus einen Schaden, der hat die gebufft. Beim Falten wirft eine Goldmünze ab, der macht mir ein Gold weg. Scheiße. Und der braucht ein Doppel. Braucht zweimal die gleiche Zahl, um den zu falten. Wir haben nur 6. Oh, der braucht 17. Machen wir erstmal den Trauger weg. Und zählen wir die 4. Und eine 4 einsetzen, machen wir hier eine 4. Heilung um 6 ist eigentlich ganz cool. Okay, benutzen wir hier die Zauberin einmal. Mit der 2. Ein Fischer aktiviert und hat geheilt. Heil mal den Fischer. Sehr viel Heilung. Ich würde auch gerne den Halbgott besiegen, so langsam. Ich hatte die Frage, ob ich jetzt die 6 und die, also die 6 benutze zum Heilen oder ob ich hier die 6 benutze, um den Halbgott langsamer zu töten. Eigentlich die 3 gerne benutzen, um die Zauberin zu aktivieren. Heilen wir vorher den Fischer. Ist okay. Boom. Boom. Ich finde Gefallen an der Zauberin, die ist witzig. Eine 6. Oder 6 ist
Gut, okay, das kann man nicht immer benutzen für die Zauberin sowieso. Oder ich töte lieber jemanden jetzt langsamer. Weil das sind 8 Schaden. Das sind 7, es wären 15. Das würde ausreichend sein. Damit können wir jetzt die Zauberin aktivieren. Okay, und die will lieber die Straße fertig machen. Kann ich verstehen. Das ist halt leider nur um 1. Angie! Fisch aktivieren hat geheilt. Wie viel Schaden haben wir hier eigentlich? 5, 6, 12 nur. Scheiße, ich hätte den besiegen können eigentlich gerade. Ich bin gerade zu heiß aufs RNG. Scheiße, das ist ein Kackwürfel. Nicht gut. Ich aktiviere nochmal die Zauberin. Und nochmal. Kriegen wir wenigstens ein Gold. Shit. Okay, wir heilen mal um 4. Ich glaube, jetzt sollten wir den lieber finishen, oder? 5, 4, 5, 4, nochmal eine 1. Oh, ich bin 1 behalten. Hab hier Salamander Nagern. Priorisiert den Angriff auf deinen Gefährten. Doppel und ungerade. Ich kann die alle benutzen, um die Harpie zu besiegen. Macht schon 4 Damage, die ist gefährlich. Die Naga macht auch 4 Damage, die sollte sterben. Oh, die wollen 2 oder niedriger haben, das habe ich jetzt erst gesehen. Okay, ich benutze mal die Zauberin. Oh, habe ich schon wieder einen Würfel verbrannt gerade? Wieder geintet. Ein armer Gefährte. Wir können Naga besiegen, das ist wichtig. Besiege ich lieber einen Naga? Ja, ich mache lieber einen Salamander tot, glaube ich. Noch ein Würfel, eine 6. Eine 3 zum Heilen. Jetzt hat die Frage, tanke ich den Salamander lieber? Wahrscheinlich. Die Straße machen möchte. Ja, der heilt halt unseren Helden. Hier tanke ich noch einmal. Eine 3 bekommen. Jetzt haben wir wieder ein plus ein Gold. Bald mal die hohen Zahlen. Gold haben wir. Nachdem du einen Slot abgeschlossen hast, gelten Würfe, die auf Gesamtslots fallen, als plus ein Wert. Wird nach dem Zug wieder zurückgesetzt. Lass am Ende dieses Laufs ein zusätzliches Schmuckstück fallen. Entferne einen zufälligen Gegenstand aus dem Inventar und erhalte 5 Gold. Ich verliere irgendeinen... Oh, wenn ich Hammer oder Erdbeere verliere, wäre ich traurig, glaube ich. Obwohl? Doch, ja. Ich glaube, ich brauche den Dolch. Ich brauche ein bisschen Tempo gerade. Stalker, Naga. Uff. Ungerade, 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 ungerade. Stalker können wir schon mal töten. Die anderen sind gerade ein bisschen tricky. Okay, wie machen wir das? Will ich Zauberin aktivieren oder den Fischer? Schwierig. Zauberin, was hier ist, ist auch nicht so. So easy drin, ne? Ist der Dolch nicht einfach ein schlechter, aber teurer Hammer? Oder habe ich den missverstanden? Der Dolch
Den kannst du hochstacken. Der Hammer ist halt die ganze Zeit plus 2. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, ich habe jetzt gerade 3 Slots fertig gemacht. Jetzt haben wir quasi nochmal plus 3 dazu bekommen. Wenn ich viele Gegner habe, viele Slots, dann kann ich das in einer Runde ziemlich hochstacken. Das heißt, jetzt habe ich gerade ein plus 3. Jetzt kann ich hier nochmal 3 reinmachen. Dann hätte ich plus 8 schon für den anderen. So verstehe ich das. Ich Zauberin benutzen oder einen Fischer? Ist alles nicht so schmacko. Ich muss da 2 rollen, das ist verkacke. Ich habe mehr Glück, mal schauen. Zauberin, schaff das. Ich glaube an dich. Mach sie fertig. Scheiße. Mein Fischer kann sterben. Ja, aber ich kann die gerade nicht finishen. Ich brauche hier unbedingt eine 2 und hier brauche ich was unter 2. Ich kann gerade gar nicht finishen. Glück gehabt. Hier haben wir jetzt. Oh mein Gott, das passt genau. Eine 2. Noch eine 2. Jetzt haben wir was unter. Das ist scary. Ja, mein Fischer stirbt langsam. Alchemist, Kultist und Strigoi. Genau, solange der ausgeklappt ist, kann ich keine farbigen Würfe würfeln. Ich hab gar keine 1 gehabt, ne? Ah, schon scary. Ich brauche halt sehr, sehr bestimmte Würfel. Mein Gefährte stirbt. Wir kriegen aber bald einen neuen. Okay, wir kriegen eine Alrauner tot. Weil die Strigoi leider nicht. Ja, wir müssen hoffen, dass die Zauberin jetzt carried mit ihren random Shit. Nein. Nein. Nice. Wenigstens einen. Keine 2, leider. Weiter geht's. Mach ich die Straße jetzt einfach fit? Ich meine, ich muss das abschließen, damit wir da eher treffen. Zeit uns um 4. 2 bekommen. Boom. Immer wenn du einen Gegenstand beim Kauf erhältst, kaufst, erhält eine Goldmünze, ist vielleicht für den Anfang gut. Beim Kauf plus ein Würfel. Oh mein Gott, das ist so gut. Was war das? Entferne einen zufälligen Gegenstand aus dem Inventar. Das ist mir zu random. Jetzt haben wir einen neuen Begleiter. Unwiderstehliche Kraft Paradoxon macht absolut nichts. Ja, wahrscheinlich ist die einfach nur dafür da, dass... Keine Ahnung. Unwiderstehliche Kraft Paradoxon. Das, vielleicht ist es einfach nur ein Tank, der ein bisschen Schaden nimmt. Warum gibt es dann die Möglichkeit, die Fähigkeit zu aktivieren? Verdopple deine Goldmünzen. Das ist halt leider zu random, weil wir immer die Fähigkeit aktivieren können, die nichts macht. Völlige Taschen halt ein Gold. Die machen alle nichts geführt. Die haben alle nur was mit Gold zu tun und wir sind schon fast durch. Aber wenn ich das... Oh mein Gott, das ist so bad. Das Problem ist, ich kann mit der Zauberin das aktivieren. Die beiden kann man nur einmal benutzen. Wegen dem Schloss. Aber es kann nur einmal im Spiel aktiviert werden, der Schreiber. Boah, ist das bad. Hm.
Ich glaube, ich werde die Zauberer dann nicht mehr viel benutzen. Dann benutzen wir den einfach, damit er ein bisschen mehr tanken kann. Ich benutze Zauberer nicht mehr so viel. Wie liebe ich dreimal. Positioniert den, priorisiert den Angriff auf deinen Helden. Okay, töten erstmal die, die sind leichter zu besiegen. Einfach 1-1-1 reinmachen. Den kriegen wir auch gut tot. Reicht die 2 hier? Ich glaube, wir haben genug gefightet, richtig? Nicht? Oh mein Gott. Ich dachte. Das sind voll viele Würfe mittlerweile, das ist cool. Das ist 4 Heilung, die sollten wir nutzen. Die 3. Was drunter? Wir sollten heilen. Nom, 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 nom. Zweimal Reg ja diesmal. Geist 6-5. Den Euraune töten. Eine 4 für den Geist. Wir sollten um 6 heilen, aber. Heilung geht bis 145 oder so. Das hatten wir schon mal. Eine Regia können wir töten. Gleich zum Endboss. So, wir haben eine 4. Eine 3. Rika können wir direkt töten. Nicht ganz. Dann heilen wir noch die Zauberin. Der Wanderer ist mir egal. Ich mache echt nur 3. Aber wieso funktioniert das nicht so, wie ich dachte? Nachdem du einen Slot abgeschlossen hast, gelten Würfe, die auf Gesamtslots fallen, als plus 1 wert. Ach, das ist nur für den Zug. Ich dachte, das ist für die ganze Stufe. Das ist nur für den Zug. Dann ist der wirklich nicht gut. Dann ist der wirklich nicht gut. Wir behalten mal die anderen. Okay, letzte Kaufphase. Alle Feinde zum Schweigen bringen. Jeder Phasenbeginn. Keine Silbermünzen mehr, dafür plus 2 Würfel. Ruf schweigen lassen oder lieber 2 Würfel? Ich glaube, 12 ist, kann sogar mehr wert sein. Ich weiß nicht, wie gut Schweigen ist. 2 Würfel. Haben wir hier nochmal? Halt eine Silbermünze. Cool. Schweigen ist wahrscheinlich einfach, dass man die Fähigkeiten annulliert. Holy fucking shit. Ist einfach nur 5-mal Illusionist. Wir haben 8 Würfe diesmal. Das ist ja wild. Den haben wir. Vielleicht sogar die 1. Wie viel macht das gerade? 3, 22, 8, 6. Wir sind gerade auf Platz 3 dann. Sieht ja schon mal stabil aus, oder? Den erheben wir mal auf. Das sollten wir relativ easy haben, oder? Boom. Hä? Wieso hat das jetzt so funktioniert? Wieso hat das andere? Wieso muss ich gerade nur einen machen? Das
verwirrt mich gerade. Wenn ich jetzt das mache, reicht das. Nee, jetzt reicht es auf einmal nicht. Ich bin verwirrt. Was haben wir jetzt easy? Okay, das war der Endboss. Gewonnen. Schwierigkeitsstufe normal mit der Zauberin. Jetzt haben wir noch neues Amulett freigeschalten. Gegenstände mit dem Effekt zu Beginn der Stufe kosten einen weniger. Okay, zurück nach Hause. Genau. Das war jetzt eine Runde. Wie gesagt, wir können halt sehr viele Sachen noch freischalten. Es gibt halt sehr viele Helden, wie man sieht. Also echt eine Menge. Die noch bald dazukommen werden mit dem Nemesis-Update, mit dem Piraten-Update. Viele Gegenstände. Eine Menge. Dann halt hier vor allem die Trinkets, die man erstmal bekommen kann, wenn man halt die Endbosse besiegt. Gibt es halt auch noch sehr, sehr viele, die man finden kann. Da habe ich noch nicht mal irgendwas Episches oder Legendäres bisher gefunden. Natürlich auch sehr viele verschiedene Feinde, die man treffen kann. Und auch verschiedene Bossherren. Also hier gibt es 9 verschiedene Endbosse. Das war jetzt quasi der Illusionist. Und in meinen anderen beiden Runs hatten wir auch schon die Hydra und Vampir. Ja. Ja, das war's. Also wenn es euch gefallen hat, checkt gerne mal das Spiel aus. Spiele ich momentan echt gerne. Finde das Spielprinzip eigentlich ganz nice. Von mir auf jeden Fall eine große Empfehlung.